Traute sein Glück allein. Na, weckt das Erinnerungen, mal wieder einen Zug zu überfallen? Oh ja, wir haben den Shale Express damals bestimmt ein Dutzend Mal überfallen. Ah, das wurde nie langweilig. Einmal hätten sie uns fast erwischt, als sie dazugelernt hatten und anfingen, bewaffnete Eskorten mitzuschicken. Die hatten nie einen dabei, der mit dir und deinem Adler mithalten konnte, Jimmy. Aber das hat die ganze Sache noch lustiger gemacht. Wie du jedoch Marshall werden konntest nach all dem, was wir damals abgezogen haben, das werde ich nie begreifen. Züge ausrauben? Wir machen doch noch einen Piraten aus dir, was, Reno? Kommen wir zum Geschäftlichen. Hier bist du genau richtig. Dachte, das hätte ich auf Massara zurückgelassen. Wie zu... Jim, lass mich dir helfen. Was ist wirklich auf Tasonis passiert? Was immer es war, ich kann sehen, wie es dich innerlich auffrisst. Tarsonis. Dort hat alles angefangen. Manx hat einen Psi-Emitter von der Konföderation gestohlen und dort eingesetzt. Er hat gewusst, dass er die Zark anlocken würde und... Unsere Revolution hat genau an diesem Tag begonnen. Dem Tag, an dem Manx einen ganzen Planeten ausgerottet und es dann Gerechtigkeit genannt hat. Mein Gott, Milliarden unschuldiger Menschen. Das ist einfach nur bestialisch. Kein Wunder, dass du ihn so sehr hasst. Und nicht zu vergessen, die Dezimalstelle zum dritten Exponenten von... Benutzer identifiziert. Rainer. James. Ja, gute alte Zeit. Züge ausrauben, bla bla bla. Zack, bumm. Hey, ich baue ein paar Kobras. Ich habe nach einem Verschlüsselungsexperten gesucht, um auf den geborgenen Adjutanten zugreifen zu können. Kein Glück bis jetzt. Colonel Orlan in Deadman's Port kann alles knacken. War schon lange nicht mehr dort. Sag mal, beim letzten Besuch hattest du doch am Ende plötzlich einen Ehering am Finger. Ich hab's Ihnen schon mal gesagt. Ich hätte nie bei dem Kartenspiel mitgemacht, wenn ich gewusst hätte, was der Preis ist. Ach, wenn Lebende wieder zusammenkommen, raubt es mir immer den Atem. Ach.
Polybios wollen, dass wir noch ein Artefakt von einem toten Planeten namens Xil holen. Anscheinend haben die ihr Spezialistenteam dahin geschickt, aber vor 2 Tagen den Kontakt verloren. Pech gehabt, würde ich sagen. Dafür holen wir noch einen Gefahrenzuschlag für die Mission raus. Okay, es geht um Folgendes. Der Ort hier ist eine Leichenhalle. Was auch immer mal in diesen Ruinen gelebt hat, ist vor Millionen von Jahren gestorben. Bevor sie verschwunden sind, hat das Möbius-Team Strahlung von Artefakten gemeldet, die von diesem riesigen Felsen da unten ausgeht. Sie haben einen verdammt großen Laser darunter gebracht, um sich einen Weg reinzubrennen. Laser? Das Ding ist ein verdammtes Monster! Wenn das Möbius-Team Zugriff auf militärisches Gerät wie das hier hatte, will ich gar nicht erst wissen, was sie erledigt hat. Schätze, das werden wir schon noch früh genug rausfinden, Partner. Haltet die Augen offen, Jungs. Wir wissen nicht, wem wir das hier zu verdanken haben. Kommt noch was? Mehr terranische Diebe. Die Mysterien dieses Ortes sind nicht für euch bestimmt. Ihr werdet für euren Frevel mit dem Leben bezahlen. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, was mit der anderen. Stehen bleiben! Diese Protoss-Kanonen brennen uns ein Loch in den Pelz, wenn wir weitergehen. Swan, wo bleiben die versprochenen Belagerungspanzer? Immer mit der Ruhe, Halsschwamm. Sie kommen ja. Ich höre. Wir werden die Kanonen aus sicherer Entfernung zerlegen. Panzer funktionieren genauso wie die alten. Aktiviert man den Belagerungsmodus, haben sie größere Feuerkraft und Reichweite. Im Belagerungsmodus sind sie allerdings unbeweglich. Wenn sie verlegt werden sollen, muss wieder in den Panzermodus gewechselt werden. Abmarschbereit! Freu mich schon drauf! Bingo! Los, los, los! Dann lass uns die Panzer mal auf eine Anhöhe schaffen. Sie können diesen Protoss-Hetzer unter Feuer nehmen, bevor er überhaupt in unsere Nähe kommt. Die holen wir uns! Musik in meine Ohren! Kollateral ist mein Lieblingsschaden! Soll ich ballern, Sir? Kann's kaum noch erwarten. Befehle erhalten. Roger! Zugriff auf lokales Netzwerk der Möbius-Basis. Entschlüssel Sicherheitsüberbrückung. Übertrage Kontrolle der Basisgebäude an Sie, Commander. Fahrt das Ding hoch. 174 Gigawatt. Die Kraft der Sonne in ihren Fingerspitzen. Zielt damit auf das Tor und brennt drauf los.
Laserleistung ist gut. Die Bohrung wird einige Zeit dauern, aber es gibt keinen anderen Weg in den Tempel. Sir, die Tal'Darin mobilisieren ihre Streitkräfte für einen Angriff auf uns. Dann errichten wir einen Verteidigungsring und schützen den Laser, bis wir durch sind. Bin nur froh, dass wir die Belagerungspanzer haben. Wann geht's los? Was gibt's? Wir brauchen Bunker und Belagerungspanzer, um den Laserbohrer zu schützen. Ohne das Ding kommen wir nie an das Artefakt. Nur zu. Was nicht hier? Aus der Bahn! Ich habe es geschafft, Zugang zu dem zu erhalten, was vom Sensorennetzwerk der Möbius-Expedition übrig geblieben ist. Ich speise die Daten in ihre Karte ein, damit sie sehen können, was bei den Tal'Darin vor sich geht. Alles sicher! Nicht genügend Mineralien. DBF bereit. Ja, eigener Schreck. Nicht genügend Mineralien. Basis wird angegriffen. Losgeladen und entsichert! Hat sich Pampel-Pampel gemacht? EDF bereit! Was liegt an? Was liegt dir? Hier komm ich! Schlechte Neuigkeiten? Benötige weitere Depots. Nicht genügend Mineralien. Was mich passt, wird passend gemacht. Yep. Wow, eigener Schreck. Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Von mir aus. Baby.
RPF bereit. Aufgetankt und einsatzbereit. BBF einsatzbereit. Rollen wir los! Nur zu! Kapiert! Ab die Post! Entweihen, was den Göttern gehört? Ihre treu ergebenen Diener werden dies nicht erlauben. Das sind Archons. Unsere Männer werden keine Chance haben, wenn sie zu nahe kommen. Ich übergebe Ihnen die manuelle Kontrolle über den Laserbohrer. Sehen Sie nach, ob Sie ihn gegen die Protoss einsetzen können. Okay, ihr habt den Mann gehört. Dreht den Laser um. Wir können ihn benutzen, um die Tal Darim zurückzudrängen. Zu geben. Was ich dir? Verstanden. Der Laserbohrer hat die äußere Schicht des Tors durchbrochen. Darf sonst noch was sein? Kannst kaum noch erwarten. Jawohl. Benötige weitere Befehls. Verflucht! Von wegen Lufteinheiten! Das sind Transporteinheiten! Benutzt den Laser und schießt sie ab!
geladen und entsichert. Upgrade durchgeführt. Bekämpft Feuer mit Feuer. Komm nicht online. Kann's kaum noch erwarten. Und ihn. Sir, ich orte die Energiesignaturen von mehreren Protoss-Relikten in der Gegend. Ich markiere sie auf der Karte. Tja, wenn wir noch Zeit haben, können wir sie mit dem Laserbohrer freischmelzen. Ich wette, Statman würde sie gerne studieren. Durchgeführt.
offen und entsicher. Mineralienfeld erschöpft. Hier komm ich! In Ordnung! Aye, aye, Sir! Benötige Unterstützung. Weitere Lufteinheiten im Anflug. Wir müssen sie ausschalten, sonst werfen sie immer mehr Truppen direkt über unseren Köpfen ab. Mineralienfeld erschöpft. Weitere Depots. Nur zu. Jawohl. Kommt noch was? Aye, aye, Sir. Ich kümmere mich drum. Kanal offen.
irgendeine Neuigkeit? Ja, ja. Eine weitere Welle von Lufteinheiten ist auf dem Weg zu Ihnen. Die Typen geben einfach nicht auf. Holt sie runter, Jungs! Ab die Post! Wann geht's los? Ich höre! Lauter! Vespin-Geysir erschöpft. Erschreckt! Aufgedankt und einsatzbereit!
Schön in der Klemme hier! Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Mineralienfeld erschöpft. Benötige weitere Depots. Durchbruch des Eingangsbereiches steht bevor. Zugang zum Gebäude bald verfügbar.
Es ist unsere heilige Pflicht, diese Frevler aufzuhalten. Verbrennt sie zu Asche. Mal habt ihr obsiegt. Die Nachricht eures Sakrilegs wird sich wie ein Leuchtfeuer im gesamten Sektor verbreiten, Rainer. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Deine Artefakte scheinen echt beliebt zu sein, Tigers. Was interessiert uns das, solange die Bezahlung stimmt? Tja, ich würde schon sagen, von den Tal'Darim pulverisiert zu werden, ist verdammt schlecht fürs Geschäft. Für ihre Verbrechen sein mag, kann nur sie uns retten. Moment mal. Sprichst du etwa von Kerrigan? Das ist 4 Jahre her. Du tauchst einfach hier auf und... Die Zeit drängt. Ihr werdet verstehen. Dies birgt die Antworten auf eure Fragen. Erschließt das Geheimnis. Das Schicksal aller steht auf dem Spiel. Hat mich auch gefreut. Von diesen Gihan-Kristallen habe ich vorher schon mal gehört. Angeblich ermöglichen sie es einem, die Erinnerungen von jemand anderem noch einmal zu erleben. Was immer Zeratul entdeckt hat, wollte er mich auch unbedingt sehen lassen. Dann will ich wohl mal einen Blick riskieren.